Hallo zum Tag 28 unseres Videotagebuchs. Ich möchte nochmal ganz herzlich bedanken für die Mithilfe, dass also Leute hier praktisch mitgeholfen haben. Wir sind noch nicht fertig, haben also drei Viertel der Räume jetzt erstmal gespachtelt. Muss jetzt noch fertig gespachtelt werden, eine Decke vor allen Dingen noch, die Wände geweißt, Fußboden rein, dann Studio Center Tisch rein und die ganzen Anlagen. Es wird also noch ein paar Tage brauchen. Aber das macht nichts. Wir bleiben da dran und danken für die Unterstützung, die ihr gewährt habt. Habe ich ja schon erzählt. Wir haben auch inzwischen wieder lustige Rückmeldungen von unserem Perso-Musterschreiben. Ich habe jetzt mal die Facebook-Gruppen noch einmal umbenannt und habe die Bauvorhabensnummer vorne herangestellt, weil es ja wahrscheinlich nicht bei den drei Bauvorhaben bleiben, die jetzt aktiv sind. Die 239 ist die Verweserwahl, hatte ich schon gesagt. Die 240 ist das Kaiserradio. Und die 243 ist die GEZ-Sammelklage. Also wir müssen auch gegen die GEZ vorgehen, weil das auch ein krimineller Verein ist. Ja, also die GEZ selber ist nicht rechtsfähig und der MDR ist auch keine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, weil die keine öffentlich-rechtliche Ernennungsurkunde vom Kaiser hat. Der Kaiser hat definitiv keinen Hetzsender bestellt. Also das kann man ausschließen. Noch eine sehr lustige Geschichte, die mir zugeschickt worden ist. Gibt da eine Anmeldung von Pegida mit Lutz Bachmann bei UBIK als Firma. Bloß mal, dass ihr es gesehen habt. Weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Ja. Ich stehe ja hinter Pegida, aber solange wie sie eben nicht mit der Stadtflagge draußen rumrennen, sondern mit der Bundesflagge, Schwarz-Rot-Gold, kann man den Verein nicht wirklich zum weiten Erkenntnisprozess beglückwünschen. Also sind sie noch ganz am Anfang und sicherlich nicht die Speerspitze dafür, um die Islamisierung aufzuhalten. Also da müssen wir schon andere Geschütze erfahren, weil die muss man eben endlich mal begreifen, mit welcher Fahne man da demonstrieren geht. Aber gut, muss ich mich jetzt nicht ärgern drüber. Das müssen die Leute selber merken. Sehr lustige Geschichte hier, dieses Schreiben. Kam gestern rein. Mach's mal groß. Also geht es um die Vernichtung Bundespersonalausweise, ja, und so weiter. Ne? Hat er ja noch vorgesprochen und so weiter. Dass die Bundespersonalausweise von der Bundesdruckerei hergestellt werden, ja, mag so sein. Ich weiß, dass die Bundesdruckerei früher mal im Zionistenverein gehörte, also überhaupt weder staatlich war noch irgendwie im deutschen Besitz, sondern die haben dafür zu verantworten, dass auf den alten Personalausweisen Baphometen drauf war. Ja? Guckt doch mal bei Google, Baphi auf dem Bundespersonalausweis, das ist ein Zeichen der Hexer und Satanisten. Sowas gehört auf den Ausweis überhaupt nicht drauf. Dann haben sie uns noch angelogen, das wäre ein Zufallsmuster gewesen. Das ist definitiv kein Zufallsmuster. Zufallsmuster ist irgendeine, ja, wie beim Farbentest hier, bist du rot-grün blind, das ist ein Zufallsmuster. Aber es ist auch kein Zufall, weil die haben ja schon was dabei gedacht. Ja, also totaler Quatsch. So, dann tun sie sich ja oft an die Paragraphen hochziehen. Das haben wir ja nicht schon ein paar Mal gesagt. Der Personalausweis ist ein Firmenausweis, weil ihr damit in eine Sklavenhalterfirma als Personal mitverantwortlich eingetreten seid. So, und wenn man das einmal gerissen hat, dass das so ist, will man dort raus. Und ihr habt das Kündigungsrecht. Und wenn der Bürgermeister euch nicht rauslässt, dürft ihr den Bürgermeister wegen Sklaverei und vor allen Dingen wegen Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung anzeigen. Ich hatte es ja gestern schon mal rumgezeigt. Gibt es dieses Schreiben vom Bundespräsidialamt, wonach, jetzt ist mal wieder die Kündigung runtergefallen, auflesen. Da, hier nochmal. Ja, dieses Schreiben könnt ihr hier euch mal angucken. Ich halte es mal hoch. Ja, so sieht das aus. Unten mit Unterschrift. Und da wird bestätigt, dass die Haager Landkriegsordnung gilt. So, und wer da was anderes behauptet und meint, dass irgend so eine Verordnung von so einer Bundesdruckerei mehr zählt, da ist einfach rechtlich nicht fit. So, und der Bürgermeister, da hat es nicht anders verdient, als dass er dann sozusagen wegen Kriegsverbrechen und Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung belangt wird. Und das werden wir auch so machen, dass wir jeden, der so ein Ablehnungsschreiben verfasst, in die Klagegemeinschaft als Beklagten aufnehmen. Weil je größer die Gruppe von Leuten ist, die Haus, Hof, Grundstück, Auto verlieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle in die Bundesstaatsangehörigkeit rauskommen. Also schickt uns die ganzen Ablehnungen zu, wenn die euch die Personalstatus nicht löschen wollen und euch keine Rechtsstellung der Bundesdaten angeht. Jeden Bearbeiter, jeder, also jeder, der daran beteiligt war. Und vor allen Dingen benennt uns die Verantwortlichen, da müsst ihr bei ubik.de mal gucken, wer als Verantwortlicher eingetragen. Die Verantwortlichen und die UBIK-Nummer brauchen wir, damit man das in die Klage mit aufnehmen kann.
Es spielt überhaupt keine Rolle, wenn das 20.000 Beklagte sind, es spielt überhaupt keine Rolle. Die werden in eine Excel-Tabelle eingetragen und dann werden die dort der Reihe nach von den Anwälten abgemahnt. Also wir haben Anwälte aus Spanien damit zu beauftragen, weil mütterlicherseits bin ich Spanier, darf das machen. Und außerdem väterlicherseits Deutscher, habe also das Recht auf die Bundesstaatenangehörigkeit in zweifacher Hinsicht. Egal wie der Prozess ausgeht, kann der nur gewinnen. So, und ich habe drei Leute auf dem Target, die von der englisch Entschädigung, von den anderen die Rechtsstellung der Bundesstaatenangehörigkeit und dann die Wiederholung der Wahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und was haben wir noch ein lustiges, Europawahl. Überall mit der falschen Staatsangehörigkeit gewählt worden. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei allen 100 Leuten, die wir identifiziert haben, wo es falsch ist. Also 100 Leute haben wir rausgefunden und da ist, naja, bei 8 wenigstens eine deutsche Staatsangehörigkeit da, wo wir aber auch wissen, auch die ist falsch. Es muss doch die Bundesstaatsangehörigkeit rein. Oder er ist überhaupt kein Deutscher, darf überhaupt nicht wählen, er darf auch keine Wahlbenachrichtigung kriegen. Also hier ist grundsätzlich was im Argen. Ja. Dann ist noch was. Wenn man einen Reisepass hat, erfüllt man auch die Voraussetzungen des Personalausweisgesetzes. Und das Personalausweisgesetz ist also ein Gesetz für das Innenverhältnis vom Bund. Und wer nicht im Bund Mitglied ist, weil er kündigen will, für den gilt das nicht. Also braucht er auch keinen Pass. Es reicht der Reisepass. Ähnlich verhält sich das mit der Gewerbeordnung. Da gibt es also auch diesen Ausschlussparagrafen. So dass man also immer nur von Vereinsrecht reden kann, was anders ist es nicht. So. Und zuallererst gilt die Haager Landkriegsordnung. Die Haager Landkriegsordnung setzt das komplette kaiserliche Recht ein. Und das gilt zunächst. So. Und was da hier faselt, dass hier irgendwelche gesetzlichen Vorgaben oder irgendwelche Freiheiten gibt, es gibt keine Freiheiten. Die Leute haben in die Bundesstaatenangehörigkeit entlassen zu werden, soweit sie das auch nur mündlich vortragen. Das muss reichen. Na, wer sagt, ich will entlassen werden, reicht. Wenn wir es schriftlich machen, umso mehr. Und wenn es dann zurückschicken, ist es ein Schuldeingeständnis. Das heißt, die Leute, die den Schriftsatz zurückschicken, ohne zu bearbeiten, die sind sicher in der Klage drin. Und die kriegen auch sicher den Schadenersatz an die Backe genagelt. Also, das ist sicher, weil das ist Vorsatz. Ne? Das ist eine Dämlichkeit, das ist Vorsatz. Und Vorsatz wird dann vom Gericht auch nicht mit einer, wie sagt man so schön, Bewährungsstrafe bedacht, sondern das sind ja nur Leute, die unbedarft das machen. Ne? Also wenn der Schriftsatz zurückgeschickt wird und noch gelogen wird in dem Schriftsatz, ist es eine Unbedarftheit. Vor allen Dingen, weil wir es auf 6 Seiten erklärt haben. Und da muss man nicht lange zweifeln, weil das ist nun mal internationales Recht und das steht uns zu. Und geht. Die Bundesdruckerei hat ja absolut nichts zu melden. Die haben das abzudrucken, was die Gemeinde reinschreibt. Wenn die Gemeinde schreibt, da hat die Bundesstaatenangehörigkeit vom Königreich Sachsen, dann hat er die. Und dann hat er einen Ausweis zu kriegen. Und dann hat nicht Name dort zu stehen, sondern Familienname ordentlich geschrieben. Und dann hat er auch keine Baphometen oder irgendwelche komischen Symbole, was dort zu suchen, sondern da gehört nur das Bundesstaatenwappen drauf. Und vom Königreich Sachsen, das habe ich nicht schon 10 Mal gezeigt, die Flagge, das machen Sie nochmal, da gehört das Logo vorne drauf und nichts anderes. So. Und dann bin ich mehrfach gefragt worden, na, wie ist denn das jetzt hier nur, wo kriege ich denn meine gültigen Ausweise her? Die gültigen Ausweise kann man nur mit einer Wahlkommission erwerben und die müssen wir erstmal gründen. Und zwar müssen die mit Referendum gegründet werden, weil alle sind ja da auf den gelben Scheinmist reingefallen und haben BRD eine Legitimation angeblich erteilt, die sie nicht haben können. Eine Firma hat nicht mal keine Legitimation. Eine Firma kann nur auf Vertragsrecht und Handelsrecht arbeiten und die hat keine staatliche Legitimation. Und was sie hier machen, ist alles illegal. Das sind Überfallkommandos, nichts anderes. Ne? Wie es bei Somoza und Pol Pot MO ist. Die haben alle gesagt, dass sie Rechtsstaaten sind. Das ist aber kein Unterschied zu dem, was hier ist. Und da muss man mit ganz großem Abstand. Ich bin auf der Ebene internationaler Journalist ganz weit weg von den inneren Verleitbaren der Bundesregierung. Weil für mich zählen nur Fakten. Und wenn die ohne Legitimation Überfälle machen und den Leuten GEZ eintreiben, obwohl sie das nicht dürfen, weil die Rundfunkanstalt keine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist. Es gibt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Das wollen wir ja erschaffen mit dem Kaiserradio. Ja, das schaffen wir auch. Weil wir haben das Recht dazu. Ja? Gut. So, also das Referendum erzeugt eine Wahlkommission und die Wahlkommission wird dann per Referendum ermächtigt, die Siegel benutzen zu dürfen, die staatlichen Siegel. So, da müssen aber alle, die in dem Gebiet wohnen, wo die dann die Wahlkommission tätig werden wird, zustimmen. Ne? Wenn das mehr als der Hälfte sind, dürfen die das. Wer an der Wahl teilnimmt, wird auch nicht berücksichtigt, weil zu der Wahl gelten noch bundesdeutsche Regeln.
Wenn die Wahlkommission dann zur Verweserwahl aufruft, gelten die Regeln der Verweserwahl. Das sind also nur die wahlberechtigt, die Bundesstaatenangehörigkeit haben. Alle anderen fallen dort komplett weg. Ja, wer mit gelbem Schein um die Ecke kommt, muss erstmal eine Einbürgerung machen. Er muss erstmal nachweisen, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Kaisers akzeptiert. Und da bin ich schon gespannt, wer das macht. So, und ansonsten lassen wir sie wegtreten, weil wer sich an Feinstaat verkauft hat, da ist eh nie, ja, sagen wir mal, moralisch oder von Überzeugung für ein Amt in öffentlichen Dienst geeignet. Solche Kandidaten kann man einfach nicht akzeptieren. Und wer in der Partei ist, kann sowieso nicht kandidieren, weil das schließt sich aus. Das sind also solche Dinge und das alles, die ganzen organisatorischen Feinheiten, wird er dann in dem Flyer mitgeteilt kriegen und das wird dann auch nochmal in dem Teil D nochmal erklärt. Das mache ich jetzt nicht extra zweimal. Es ist nur erstmal eine Vorabinfo. Was haben wir noch Lustiges? Ja, Rechtsverordnung des Bundesrates. Der Bundesrat kann kein Recht verordnen, weil er keiner gesetzlicher Gesetzgeber ist. Eine ganz einfache Sache. Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, dass seit der ersten Bundestagswahl keine ordentliche gesetzgeberische Befähigung da ist und damit sind die ganzen Gesetze alle zu kassieren. Das war nahtlos. So, und solange wie die sich gegen die Haager Landkriegsordnung aufstellt, so, der Antrag Vernichtung der Dokumente ist zu entsprechen, da gibt es gar keine Diskussion darüber. Solange wie die Ausweise im Umlauf sind, macht sich der Jüdische, der das ja ausgestellt hat, strafbar. So, irgendwo ist ja noch eine Unterschrift, mal gucken wir. Der Nationalpark hat ja geschrieben, ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, es ist ja Betrug in Größenordnung da, wo man sagen kann, ihr gehört eigentlich eine besatzungsrechtliche Beschwerde. Sachbearbeiter nicht genannt, also hatte ich euch praktisch ein Zimmer angeschrieben, das ist interessant, dass Zimmerarbeit erledigen kann. Das hier, was er so sagt, weiß kein Schwein. Hier muss einfach nur eine Strafanzeige gemacht werden, weil das ist Kriegsverbrechen, was hier gemacht wird. Ja, und da irgendeiner steht ja, müsst ihr mal rauskriegen, wer für die Firma Gemeinde Edder da hier im Übrig gelistet ist, da ist dann der Beklagte in der Sache. Ja, der darf dann sein Häusel und sein Auto abgeben, weil Sklaverei ist mit Schreibweise um die 500.000 gelistet. Aufwärts, plus X. Also wie gesagt, wenn der Richter sagt, das ist schwerer Fall, also wenn es eine Häufung ist, muss man vorstellen, in der Gemeinde muss er Einwohner haben, ist es ja eine Häufung. Die Häufung nachzuweisen sollte kein großes Problem sein, also geht's hart aus. Und zwar nach kaiserlichem Recht, weil auf internationaler Ebene zählt das Bundesrecht ja nicht. Das müsste man eigentlich auch gerissen haben, wenn man Bürgermeister ist. Aber gut, den Leuten erklärt das dann der Richter, das muss ich nicht alles machen. So, was gibt es noch zu sagen? Ach, Technik gibt es einige Sachen. Ich bin angefragt worden, es wird demnächst irgendwie ein Studio geräumt, ob wir die Technik übernehmen sollen. Boah. Die Frage ist, kann man es direkt verwenden? Ich habe mich noch nicht positioniert. Ich gucke mir das erstmal an. Irgendwann nächste Woche fahre ich mal hin, gucke mir das an. Wenn das etwas ist, was wir auch sofort verwenden können, habe ich da nicht unbedingt ein Problem damit. Wenn es was ist, was nur vorübergehend ist, würde ich es erstmal weglassen und erstmal weiter Sicherungsmaßnahmen betreiben. Dann kaufen wir lieber was Neues und was komplett ist, weil wenn es dann rausstellt, dass irgendwas dann nicht zusammenpasst, gibt es dann nur wieder Diskussionen und das will ich nicht. Ich möchte, dass jeder einzelne Euro wirklich auch für die Sache zur Verfügung steht. Eine andere Geschichte ist das, wenn das währenddessen in dem Webradio verwendet wird, dann ist es natürlich gerechtfertigt, weil wir möchten natürlich hier in einer besseren Qualität das rüberbringen, wie wir es jetzt haben. Und wir werden dann im Laufe des Sommers, Spätherbst auch nochmal reines Webradio machen, ohne Politik, einfach nur mal, um ein bisschen Übung wieder zu kriegen. Und ich werde mich aus der ganzen Redaktion komplett zurückhalten. Ich werde also hinten an den Reglern sitzen und die Senderverantwortung übernehmen. Und ich werde Moderatoren reden lassen, weil ich habe keine Sprecherstimme. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich mache Videos, ich habe das Wissen. Aber ich bin nicht der Sprecher. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst mich dann dort ertragen. Da haben wir schon Moderatoren kosten und denke mal, Eva Hermann, in der Qualität sollte es dann schon sein. Kupferloch und russer.de könnt ihr gerne mitspielen. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon ein paar Mal angefragt, man kriegt ja immer keine Antwort von denen. Also wir machen einfach unser Ding und wenn die dann auf uns zukommen, können wir ja dann immer noch reagieren. Aber mehr als zweimal lecke ich die Leute auch nicht am Arsch. Also und dann muss ich sagen, ist nicht meine Aufgabe. Wir machen unser Kaiserradio und dann gucken wir mal, was passiert. Wir lassen uns von niemand und von nichts davon abbringen. Also das machen wir definitiv. So, geht. Also, wisst ihr Bescheid?
Bitte noch eine organisatorische Sache. Viele sagen so, ja, wie kostet das denn so viel Geld? Nee, es ist nicht viel Geld. Wenn man sich alleine überlegt, dass die Bewegung Ebel 1,3 Millionen Mitglieder hatte, die jetzt alle Winde verstreut haben, weil sie nur doch festgestellt haben, dass der Reichskanzler von Provesa ernannt werden muss. Ja, gut, ist einem nicht mehr. Fehler passieren. Ich persönlich finde es schade, dass die Leute sich haben verheizen lassen, weil wir haben denen gesagt, es funktioniert nicht so. Und wir haben es wahrscheinlich auch eingesehen, dass es nicht geht. Also zunächst erstmal geht es in der Reihenfolge Gründung der Wahlkommission, dann das Refer also die Referendum zur Gründung der Wahlkommission, Siegelverwendung erlaubt, dann müssen die Ausweise ausgestellt werden für die Wahlberechtigung, ja, wer berechtigt ist, wer überhaupt kandidieren darf, also an der Partei ist, doch, ne? Muss vorneweg austreten. Ja, dann kommt die eigentliche Verweserwahl. Die wird in zwei, maximal drei Wahlgängen passieren müssen, weil es gibt ja verschiedene Befindlichkeiten da noch. Muss ja absolute Mehrheit entstehen. Also gibt es dann zumindest der letzte Wahl eine Stichwahl. Und der Verweser, der dann gewählt wird, der setzt die Reichskanzler ein. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die selbsternannten Reichskanzler in den letzten Jahren bewiesen hätten, dass sie wirklich an der Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Kaiserreichs interessiert sind und nicht etwa vorhaben, die Weimarer Republik wiederherzustellen, weil dann hätten wir grundsätzlich was dagegen. Also es müsste der kaiserliche Adler verwendet werden und nicht hier der sechsfädrische Adler der Weimarer Republik, weil das ist Klagenmalerei, das brauchen wir nicht. Da brauchen wir keine Reichskanzler dafür. Wir brauchen den Staat wieder. Der Staat, das Kaiserreich und die 26 Bundesstaaten. Und die Schutzgebiete kommen noch dazu. Ja, die haben aber nur einen Vertrag. Die haben dort eine eigene Verwaltung und die müssen sich auch bewegen. Irgendwann wird es in Namibia auch Wahlen geben müssen. Ich höre schon mal Radio Namibia, damit ich wieder weiß, wie die Leute ticken. Aber gut, machen wir dann irgendwann, wenn es soweit ist. Erstmal müssen wir Deutschland freisetzen. Deutschland und das Stück Polen. Die Polen müssen sich auch bewegen. Die brauchen einen eigenen Verweser, müssen eigene Wahlen machen. Hat mit uns gar nichts zu tun, weil das Gebiet war schon immer Selbstverwaltung. Da müssen sich die Polen selber kümmern. So, ich sage es dann bloß, nicht, dass die Gebiete verfallen, weil sonst muss man dann halt die Selbstverwaltung wieder zurücknehmen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich selber zu verwalten. Dann werden sie verwaltet. Der Friedensvertrag und dann ist die Grenze weg. Aber Polen. Weiß ich, wenn die Häuser weggenommen werden, waren sie böse. Und vor allen Dingen, wenn das von Migranten passiert, die dann dort über die Grenze marschieren und dort denen die Häuser wegnehmen wollen, ich glaube, dann gibt es einen Satz heiße Ohren, weil das verstehen die Polen dann gar nicht. Ne? Aber wir haben es denen ja schon ein halbes Jahr erzählt, dann müssen sie sich schon mal bewegen, sich mal melden und dann mal die Videotext-Untertitel auf Polnisch machen. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht mache. Definitiv nicht. So, gut. Ich denke mal, wir haben jetzt soweit alles klar. Noch was zu den Sammelbüchsen. Also wer Sammelbüchse machen will, der meldet sich bitte bei mir und er möchte mir bitte zwei Mitunterzeichner nennen. Also derjenige, der die Sammelbüchse hat und zwei Mitunterzeichner, weil ich will nicht, dass irgendwelche Gelder und irgendwas versickert. Ja, wenn die Leute das gespendet haben, will ich, dass das hier aufschlägt. Egal wie. So, wie ihr die Sammelbüchse runterbringt, ist euer Problem. Aber der Spendenbüchselbetreiber und die 10 Mitunterzeichner stehen dafür gerade, dass das ordentliche übergeben wird. Ich möchte ja keine Betrugsfälle sehen. Ja? Jeder einzelne Euro. Das Einzige, was erlaubt ist, ist der Quittungsblock. Und wenn ihr jetzt keinen Kuli findet, könnt ihr euch auch noch einen Kuli kaufen für 50 Cent. Habe ich auch kein Problem. Ja? Wenn ihr damit die Arbeit machen wollt, ist das okay. Schreibt die Quittung so aus, wie sie im Facebook drin ist. Eventuell schaffe ich es noch bis Ende der Woche, die Musterquittung nochmal in die Homepage reinzuschreiben. Muss ich mal sehen. So. Und dann wird die Kasse abgerechnet, wird ein Kassenbuch geführt. Das sollte auch kein großes Problem sein. Das könnt ihr auch in Excel machen, das ist mir egal. Ich erkenne das an, aber es wird lückenlos geführt, wer wann was abgegeben hat. Und dann werden die Quittung übergeben. Und es darf dort nicht Spende draufstehen, nur Schenkung nach kaiserlichem Recht. Das ist ganz wichtig. Ja, wir haben hier nichts mit der Weimarer Republik und nichts mit der Bundesrepublik zu tun. Das ist rein kaiserlich. Ja. Und es wird auch nicht in der Bundesrepublik der Sender gebaut, weil dann wir wieder in der schäbischen Steuergeschichte drin hängen, das wollen wir nicht. Wir machen das im Gebiet von 1914, aber außerhalb der Bundesrepublik. Und wir beantragen die Sendelizenz von dort, damit das einfach einmal klar ist. Was ihr Bundespresseamt darüber schreibt und macht, interessiert uns alles nicht. Ja. Dort kommt die Wahrheit her. Und anders funktioniert es nicht. Wir müssen dann wahrscheinlich auch dort erstmal Wohnsitzwechsel machen. Machen wir aber alles dann, wenn es soweit ist. Geht. Ich hoffe mal, ihr habt es verstanden und dann
kümmern wir uns um die Details, wenn es soweit ist. Momentan sind wir noch weit weg davon, dass in den nächsten 14 Tagen passiert. Wir brauchen eine Vorbereitungszeit von 6 Wochen, länger mehr. Eine Halle hinstellen geht heute sehr schnell. Fertigstahlhallen sind relativ schnell hingestellt. Ja, wie gesagt, man könnte auf Baustelle senden, das ist kein Problem. Und sobald ihr das Signal seht, wisst ihr ja, dass es funktioniert hat. Und wir werden auch die Testzeit ausnutzen, die uns dann Astra zur Verfügung stellen wird. Und dann werdet ihr ja die Informationen von der Baustelle live kriegen. Wenn wir auch eine Baustellenkamera haben, damit ihr seht, wie es dort vorangeht, machen wir alles noch, wenn es soweit ist. Aber erstmal muss das Geld rüber. So, und wenn ihr das geklärt habt, von allen Himmelsrichtungen hierher, ordentliche Quittungsblöcke, alles übergeben, alles stimmt, dann sollte das relativ schnell gehen. So, wie gesagt, wir haben. Ein Techniker, der hat eine eigene Logistik, der kann das Zeug selber mit seinem LKW fahren, das ist alles kein Problem. Der braucht bloß einen Ort und eine Abfahrtszeit. Und was anderes, dann fährt er los. Alles andere ist sein Problem. Er bringt seine eigenen Leute mit, seine eigenen DJs und Moderatoren, alles ist nicht unser Problem. Wir brauchen bloß das Sendesignal auf dem Astra schaffen, das ist unser Ding. So, alles andere ist bereits schon organisiert. Ja. Und Moderatorenkosten und so, alles später, wenn das Studio läuft. So, ich denke mal, habt Klarheiten. Es liegt einzig an euch zu organisieren. Ihr müsst nicht immer fragen, wie kann man euch helfen. Ihr wisst doch, wo ihr wohnt. Ihr wisst, wo eure Stammtische sind. Ihr wisst, wo eure Kumpels sind. Ihr wisst, wer gegen das Merkel-System und die GEZ aufgestellt ist. Sprecht die Leute an, sammelt das Zeug ein, macht ein ordentliches Sammelpixel, rechnet ordentlich ab. Und dann kümmert euch, dass das Zeug herzukommt. Und sobald das Geld eingeht, wird es bei mir innerhalb von 24 Stunden eingetragen auf der Webseite. Wir sind jetzt so bei 740 Euro. Ich tue das dann immer am Tag aktualisieren und dann 1 oder 2 Tage später noch im Wiki nachtragen, weil das ist dann noch ein bisschen mehr Aufwand. So, gut. Ich denke mal, wir machen den Sack zu und wenn es dann neue Entwicklungen gibt, werdet ihr das hier auf dem Videoblog dann hören. Ne? Zunächst beschäftigen wir uns jetzt mit dem Video 39D mit der organisatorischen Vorbereitung der Wahl. Aber wir haben heute noch einen Maler und einen Spachteleinsatz und das geht erstmal vor. Und da geht es in ein paar Minuten los. Ich denke mal um 9 Uhr wird Sachsenvision ausschlagen und dann geht's los. Und ja, und alles andere dann heute Abend. Ja, gut, tschüss.